Ja, hallo Freunde, lasst uns heute hier einmal über den Secotec Conga Nebula 1000 sprechen oder 1000 Nebula, wie auch immer ihr wollt. Ja, ein Akkustaubsauger mit einer riesen schweren Absaugstation. Ja, was gibt's zu sagen? Vielleicht fangen wir einfach mal kurz beim Lieferumfang an. Aktueller Preis ist gerade gesunken bei Secotec auf 2,99. Bei Amazon finde ich den immer noch mit 3,99. Lieferumfang, es gibt zwei Ersatzstaubbehälter. Einer ist schon direkt integriert, es gibt Bedienungsanleitung, ist auch ein deutscher Part drin. Dann einmal zwei Filter, der Filter hier ist für die Absaugstation im Ersatz und der hier ist eben halt der Vormotorfilter auch im Ersatz. Dann gibt es ein so ein Bürstchen hier und zwar einmal zum Reinigen eben der Walze oder zum Haare entfernen. Ja. So, und dann gibt es hier ganz gut gemacht so ein Quick Start Guide, direkt oben auf dem Karton als erstes, wenn er den aufmacht. Und wenn ihr das euch einmal angeschaut habt, seid ihr im Endeffekt schon im Thema und braucht Bedienungsanleitung mehr oder weniger auch nicht mehr lesen. Ja, was gibt es noch im Zubehör? Ihr seht das schon, steckt hier auf der Station einmal hier diese Bürste. Und da könnt ihr das Ganze einmal drehen und dann kommt ihr eben halt hier auch auf 90 Grad entsprechend und könnt das so dranbringen, wie auch immer, um oben auf dem Schrank sonst wo irgendwas zu machen. Gardinen leicht abbürsten. Härtegrad dieser Borsten ist so eine 5 von 10, würde ich mal sagen. Also mittlerer Härtegrad. Ne? Ja, und dann gibt es einmal hier noch die Fugendüse. Ne? Entsprechend hier mit Druckentlastung an der Seite. Werden beide geklickt, also nicht gesteckt. Alles super soweit. Könnt ihr in der Station reinbringen. Ob es noch weiteres Zubehör gibt, habe ich hier an der Stelle noch nicht getestet, noch nicht recherchiert. Ja? So, die Station habe ich auch mal gemessen unten, weil das viele immer interessiert. Es sind 29 tief und 31 breit. Sieht jetzt hier so ein bisschen anders aus, aber ist so, könnt ihr mir glauben. Also Breite 31, Tiefe 29. So, wenn ihr jetzt auf die Station schaut, ist das hier eben vorne und hier vorne könnt ihr Filter rausnehmen und so weiter. Ich wollte euch eben noch ganz kurz das Maß geben hier von dem Stecker. Also, ihr habt hier 140 cm, ja, braucht allerdings dann hier 43 bis hier runter, habt also dann noch 97 cm, um an die Steckdose zu kommen, beziehungsweise Steckdosen sind ja immer etwas höher. Ich meine eher so um 20 cm hoch, habt ihr ab hier eben halt noch 20 cm mehr. Also nochmal bis hier Boden 43, insgesamt 140 und da bleiben dann noch 97 übrig, um an die nächste Steckdose zu kommen. Ist ja auch für den einen oder anderen interessant. Ich habe diesen Staubsauger so hingestellt. Warum? Weil ich euch auch ein Maß hier direkt am Anfang geben wollte, was eben nirgendwo steht, ja, aber was allen Leuten wichtig ist. Ich weiß nicht, warum es nirgendwo steht. Und zwar, von der Spitze gemessen bis hier vorne hin sind es 85 cm. Ja, das heißt also, so tief kämt ihr drunter. Der höchste Punkt hier vorne sind 7,5 cm und hier hinten sind es 9,5 cm. Also da, ne? Also, wenn ihr 9,5 cm Platz habt, kommt ihr 85 cm tief unter das Bett, wie auch immer, ne? Okay, ja, lasst uns mal einen Blick hier auf die Station werfen. Und zwar seitlich gibt es nichts, hinten gibt es nichts. Und ihr müsst euch immer vorstellen, so steht das Ganze und das ist vorne. Ne? Und wenn ihr einmal hier oben reinschaut, sieht es so aus. Hier sind die Kontakte, Ladekontakte. Es gibt keine andere Möglichkeit, den Sauger zu laden, als hier drüber. Ne? Weil hier spezieller entsprechend Stecker, seht ihr hier, ne? Dicker Stecker. Also da geht nichts in das Gerät rein oder in den Akku. Hier Ladekontakte, ja, das mal noch dazu. Dann habt ihr hier hinten einen Mechanismus. Hier wird nachher die Klappe aufgemacht. Ja. Das zeige ich euch dann aber nachher nochmal live, wie es funktioniert. Und dann habt ihr hier einmal die Geschichte für den Staubbehälter. So, ich habe es jetzt, wie ich gerade sehe, falsch rum angebracht. Ne. So rum natürlich, wenn man es lesen kann, ist die Schrift oben. Dann habt ihr hier den Staubbehälter. Der hat also, wie gesagt, 3 Liter. Und wird einfach hier so über diese Plastikschiene reingegeben. Hier unten steckt dann noch, ihr habt gesehen, wir hatten diese zwei Filter, diesen einen runden. Hier steckt noch ein Filter drin, ja. So sieht das Ganze aus. Wird hier nochmal eben halt filtriert, dass eben halt der Motor geschützt ist, ne, weil hier unten natürlich entsprechend Motor, ja. Und hier einmal füllt sich das. Normalerweise ist der Hauptfilter immer dieser Staubbeutel hier. Ne? Der filtert eigentlich alles, aber hier nochmal zum Schutz vom Motor nochmal einen. So, und jetzt bringen wir es nochmal wieder richtig rum drauf. Und ihr seht hier, das Ganze ist so doppelwandig und ist einmal rundum abgedichtet. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Lärmschutz zu tun, ne? Aber auch damit eben, dass der Sog sich hier komplett entwickeln kann. Ja, so kriege ich jetzt einhändig rein, ja, bekomme ich, ne? So, hier unten liegt dann wieder der Sauger an.
So, jetzt habt ihr diese Elemente von der Station und dann können wir später einmal hergehen und jetzt oder jetzt das Gerät mal draufbringen. So, den Sauger schauen wir uns natürlich gleich nochmal komplett an, inklusive Düse und so weiter. Aber ich wollte es mal mit euch gemeinsam draufbringen und zwar jetzt hier so. Und jetzt passt mal da vorne auf. Ich halte euch das jetzt mal so. Habt ihr gehört? Die Klappe ist aufgegangen. Jetzt ist hier unten so eine Dichtung drin. Ist nicht beschrieben, ob man den jetzt nur so drauflehnen soll. Ich würde euch empfehlen, es einmal noch ein bisschen runter zu drücken, was hier geht. Ja? Weil, wie gesagt, dann habt ihr es eben halt einmal hermetisch abgeriegelt, weil hier unten ist Dichtung. Wenn ich jetzt ziehe, ja, seht ihr, haben wir das ein bisschen straffer. Ne? So, jetzt stellt sich der ein oder andere die Frage, ja, wie kriege ich den Deckel denn wieder zu? Den müsst ihr dann einmal bitte manuell schließen. Ja, das ist das System und dadurch, dass es hier oben abgerundet ist, hier vorne Anlegemarke und so weiter, also funktioniert das astrein, da braucht ihr also kein Zielschießen machen. So, weil es gerade von der Position passt, 106 cm Arbeitshöhe, also unten von der Düse vom Boden, wenn ihr es eben halt hier ausgefahren habt, Boden 106 cm. Und ihr habt schon gesehen, es gibt ein Teleskoprohr und dann habt ihr hier 10 Rasten und mit den 10 Rasten könnt ihr das Ganze um 21 cm verringern, ist das, was ich gemessen habe. Ne? So, damit wir das Thema Station verlassen können, 34,2 Watt hat das Ganze, also die Station, und damit schafft ihr es, das Gerät so in 3 Stunden ungefähr zu laden, von 0 auf 100, ne? Beziehungsweise 0 geht es nicht, es wird meistens früher abgeschaltet. Eine Sache direkt hier, dann können wir uns gleich das Gerät am Videotisch anschauen. Hier dieser Filter, ja, ist der Nachmotorfilter, HEPA-Filter. Hier sollte nichts mehr ankommen, schauen wir uns später an, wenn wir gesaugt haben. Ne? Also wird hier, ist sehr schön arretiert. Ne? So, hier ist noch eine Einstellungstaste, zeige ich euch jetzt alles am Videotisch. Lasst uns kurz über die Einzelgewichte sprechen. Und zwar habt ihr einmal die Düse. Die Düse hat hier 741 Gramm. Und ihr habt einmal das Rohr. Das Rohr hat 310 Gramm. Und dann habt ihr einmal das Gerät selber. Und das Gerät bringt es tatsächlich auf 1983. Also hat schon ein bisschen was. Ne? Und davon entfällt auf den Akku 617. Okay, dann fangen wir mal mit der Düse an und schauen uns die mal im Detail an. Ja, gibt nichts Besonderes zu sagen. Ne? Und zwar einmal hier, große Walze, hat immer den großen Vorteil, dass sie nicht so viele Haare verfangen. Und dann habt ihr hier einmal den Mechanismus hier an der Seite zum Öffnen. Könnt ihr hier entsprechend drauf aufklicken, ne? Hört ihr und dann könnt ihr die Walze einmal rausnehmen zum Reinigen, wenn ihr das wollt. So, und dann gibt es hier einmal sehr, sehr weiche Geschichte, eben für Feinstaub und so weiter mitnehmen. Und einmal hier eine, da sind wir schon im Härtegrad irgendwo so 7 von 10. Ja, also eine sehr harte Bürste, um Sachen aus dem Teppich zu holen. Ihr seht schon, dass wir hier wieder die üblichen Streifen haben. Heißt also, ihr könnt nur in eine Richtung saugen, und zwar immer nach vorne, weil wenn ihr zurücksaugt, ne, ich denke, das ist logisch, nimmt ihr hier drüber immer wieder einen Teil mit. Also hier Bahn für Bahn saugen. So, anfangs habe ich gedacht, hier oben der Mechanismus ist mir etwas zu locker, zu schwammig. Hat manchmal ein bisschen Nachteil, wenn ihr so auf Treppen kommt, ne, dass man das dann nicht mehr so richtig so gut führen kann. Aber in der Praxis war es dann wieder sehr, sehr gut, habe ich natürlich sofort ausprobiert. Hier diesen Schlauch hätte man etwas härter gestalten können, aus meiner Sicht. Aber ansonsten alles gut. Ne? Und wie gesagt, Düse rausnehmen, einmal hier unten mit dem Staublappen durch. Hier vorne 2 Räder, hier setzt sich natürlich auch immer was fest. Und da sage ich immer, Leute, da gibt es eben halt Nagelhautschneider oder Saumtrenner oder was auch immer ihr wollt. Damit einmal reingehen, habt ihr das ruckzuck wieder raus. Okay, das mal zur Düse. Hier zum Rohr hatte ich ja gesagt, dass wir hier entsprechend eine ganze Menge Rasten haben. Wird natürlich immer unten gedrückt. Ne? Könnt ihr dann hier sehen, hier habt ihr diese 10 Rasten. Und das hier, ja, das sind die 21 cm, die ihr das Ganze noch stauchen könnt. Okay, ich hole mal Luft und dann sprechen wir über das Gerät. Ja, optisch gefällt das Ganze, ne? Aber gibt noch keine Punkte. Und ihr seht hier vorne, da steht Einschaltung ist nichts, sondern hier ist ein Knopf. Und wenn ihr einschaltet, landet ihr immer hier in dieser Autostufe. Und das, was ihr zum Schluss gehört habt, ist eben halt nochmal ein großer Sog, damit, wenn ihr eben das Gerät wegstellt, na, dass ihr zum Schluss nochmal einmal Power gibt. Mehr ist es nicht. Ich mach's mal gerade. Ja, und
er schaltet dann automatisch ab. Mehr ist das nicht, weil reguliert wird das Ganze dann hier hinten. Ich wollte euch aber eben ganz kurz die Akkulaufzeit auf Auto geben. Auf Auto habt ihr eine Akkulaufzeit von 48 Minuten und insofern ist die angegebene Akkulaufzeit von 70 Minuten auf der Stufe 1 auf Eco, nicht auf Auto, ne, für mich absolut schlüssig, weil die ist etwas geringer. Machen wir jetzt einmal, gehen wir einfach mal ganz kurz durch. Ihr seht, hier hinten ist ein Knopf, ne? Wenn ich den drücke, so. Diese Stufe, die ihr jetzt habt, die reicht für Hartböden, ne? Absolut aus. Ja, also für Hartböden ist diese Stufe 1 mehr als ausreichend. Da muss man so, immer so ein bisschen taktieren, insbesondere wenn die Sauger älter werden und der Akku nachgelassen hat. Ne? Das, dann kann man darüber sehr, sehr viel regulieren, indem man eben halt Hartböden nur mit 1 macht und so weiter. Ansonsten einfach Autostufe, wenn euch die 48 Minuten, die ich gemessen habe, ausreichen. Ne? So, gehen wir nochmal hier hinten durch. So, das ist Stufe 1. Auto hatten wir gerade. Jetzt kommt Stufe 2. Wenn ihr hinten diese Taste 2 Sekunden gedrückt haltet, dann gibt es noch eine Super-Turbo-Stufe, die geht dann 15 Sekunden, ja, und die ist natürlich dann dazu da, wenn da, ich sage mal, irgendeine Schraube liegt und sowas, die ihr dann tatsächlich einsaugen wollt, na, um sowas damit zu lösen. Ansonsten reichen diese 3 Stufen. Ich mache das jetzt gerade mal, ich schalte jetzt nochmal ein. Naja, 15 Sekunden sind es nicht, ja, sondern es ist nur, es sind nur 2-3 Sekunden. Ich habe in der Bedienungsanleitung 15 Sekunden gelesen, aber es ist Blödsinn, weil ihr seid mit den 3 Stufen, die wir haben, niedrige Stufe, Autostufe und jetzt die Turbostufe. Seid ihr mehr als gut bedient. Okay, das mal dazu. 48 Minuten habe ich euch gesagt, was ich gemessen habe. Den Akku, ja, der Akku hat 29,6 Volt und 2,5 Ampere, heißt also 74 Wattstunden, was in diesem Segment schon zu der oberen Skala gehört. Ne? So, hier wird einmal normalerweise der Akku gelöst. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn runter oder aufziehe. So, ja, dann habt ihr den Akku einmal hier in der Hand. Könnt ihn, ich weiß nicht, ich habe auch nicht recherchiert, ob es einen Akku gibt im Ersatz. Ja, aber er ist zumindest einmal tauschbar. So, dann die Lösung von, das Lösen von dem Filter hier funktioniert ganz klassisch, ist mittlerweile bei ganz, ganz vielen Saugern so. Den Filter habe ich euch übrigens schon gezeigt, gerade hier einmal drücken, auf der anderen Seite einmal drücken, seht ihr hier, ne? Also beide einmal drücken und dann löst er sich schon mehr oder weniger von alleine. Ja? Bringen wir mal wieder drauf, weil das ist immer oftmals ein bisschen, nein, also auch das passt, ne? So, dann schauen wir uns einmal die Filtration an. Wir werden es ja später nochmal schauen, aber einmal im sauberen Zustand kann ja nicht schaden. So, dann habt ihr hier einmal den Filter, den ich euch genannt habe. Ja, hier ist auch nochmal so ein Vorfilter. Der war jetzt nicht im Ersatz dabei, sondern wie gesagt, der dabei war, gehörte eben halt unten in die Absaugstation. Ja, so, kriegen wir das hier raus. Ja, ne? Und diese Teile hier könnt ihr im Endeffekt auch nochmal alle zerlegen. Habe ich zumindest in der Bedienungsanleitung so gesehen, will aber jetzt keine Gewalt anwenden, aber es müsste theoretisch machbar sein. Ne? Das könnt ihr abmachen. Ne? Hier reicht im Endeffekt ab und zu mal mit dem Staubtuch drüber zu gehen. Es hat mir keine Ruhe gelassen, deswegen nochmal, wenn man es nicht genau anschaut, ist es auch hier schon mehr oder weniger fast schon zu sehen, wie es geht. Und zwar einmal hier das Ganze abdrehen, ne? Könnt ihr den Filter auch abnehmen und einmal dann von innen entsprechend reinigen. Die Rückhalteklappe sollte man dann wieder da unten reinbringen. Und dann wird er auch so wieder geschlossen. Jetzt haben wir alles.
Ja, also das war schon mal in puncto Saugleistung enorm. Ne? Also ich habe gesehen, ihr habt es richtig breit gemacht und richtig hoch und war es weg. Also das gefällt schon mal sehr gut. Schauen wir einmal nach der Zirkulation im Gerät, weil das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, eben halt, wie gut verteilt sich das Ganze dann im Gerät selber mit Haaren und so. Ja, auch das wirkt, ne? Man muss natürlich immer so sehen. Schalten wir mal den Turbo ein. So, okay, ihr seht, bei Turbo haben wir dann zum Schluss diese eine Turbo kurze drei Sekunden oder was es sind, dann nicht. Okay, so, Freunde, dann lasst uns mal auf Auto und Teppich schauen. Da hinten steht noch ein zweiter Camcorder, dann gebe ich euch gleich noch einen anderen Blickwinkel im Anschluss daran. Ne? Vielleicht saugen wir erstmal einfach nur die Hälfte und dann hänge ich euch ab und bringe euch das von dem anderen Camcorder. Okay, wir schalten ein, Autostufe. Riecht sich für mich bis hierhin gut an. So, was ich gemacht habe, ich habe dann nachher so auf dem letzten Drittel die Turbostufe nochmal eingeschaltet, weil ich sehr, sehr viel Dreck draufgepackt hatte, ja, und er da auch schon ein bisschen auf Auto zu kämpfen hatte. Ne? Große Unterschiede in der Autostufe kann ich jetzt hier nicht feststellen. Wir machen es nochmal. Schalten nochmal ein. Auto. Wir gehen mal hier auf den Hartboden. Wir gehen mal auf Teppich. Also es ist immer so ein Auf und Ab, aber einen großen Unterschied stelle ich jetzt hier in puncto Auto, also Schmutzerkennung, nicht fest. Ne? Aber kann auch nicht, weil dafür ist die Düse auch gar nicht gemacht. Ne? Okay. So, Freunde, mal vielleicht ein zaghafter Blick hier rein, damit wir uns anschauen können. Und ihr seht, da kommt schon alles raus. Nichts ganz so Geschichte. Aber ihr habt ja gesehen, was auf dem Teppich lag. Ne? Wahnsinnig viel. Und hier, der Filter ist auch ein bisschen besetzt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich mache mal das große Videolicht hier wieder das zusätzliche. Und das schauen wir uns jetzt mal auf der Station an, wie sauber kommt denn das Teil nachher hier wieder raus. Der Behälter hier übrigens hat 660 Milliliter, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Okay, wir stellen das Ganze hier einmal drauf. So, und zwar so. Ihr habt gehört, die Klappe ist auf. Ich gebe es jetzt noch mal so ein bisschen rein. Ne? Und dann einmal hier oben drücken. Machen wir es einmal. 2 Sekunden. Es leuchtet grün. Und es hört von alleine wieder auf. Wir nehmen es direkt raus hier an der Stelle zusammen. Ja? So, schauen wir mal. Kommt noch was raus? Nein, ne? Also insofern das mit der offenen Klappe gar nicht schlimm. Und wir gehen hier einmal auf den Tisch und schauen jetzt hier nochmal uns das an. Ne? Da ist alles weg und hier drinnen ist auch alles weg. Aber ich mache mal noch ein zusätzliches Licht und dann schauen wir nochmal genau hin. Ja, ihr erinnert euch, der Dreck war von eben. Ne? So, jetzt versuche ich das mal einhändig hier zu lösen. Dann können wir das nämlich nochmal uns ganz genau anschauen. So, das ist ja das Entscheidende. Wird der Behälter hier wirklich wieder komplett sauber? Ja, wird er.
Und jetzt machen wir mal Hartböden und da machen wir mal die Stufe 1 und schauen wir mal, wie weit er damit kommt. Also das hier überzeugt. Ne? Nochmal. Ja, weil das ist ja das Thema, wenn du nachher die Klappe wieder zumachen musst, ne? Wenn du es abgenommen hast, dann willst du ja nicht, dass dann noch wieder alles dann auf die Station fällt und so weiter. Okay. Für die Sparsamen unter euch, wenn ihr den Beutel, die Rückhalteklappe so ein bisschen aufmacht und dann einmal kräftig schüttelt, bekommt ihr auch fast alles wieder raus. Ne? Spart ihr ein bisschen an Beutel im Nachkauf. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Haare und Wollmäuse und so weiter drin sind. So, wir wollten Stufe 1 machen. So, wir sind auf Stufe 1. Ihr seht, dass ich das, was ich gesagt habe, funktioniert. Ich schalte aber mal wieder auf Auto, weil das ist die Stufe, die ihr üblicherweise benutzen würdet. Ne? Da vorne sehe ich noch ein bisschen was. Okay. Für mich immer ganz besonders wichtig, da kommt gleich der Rand vorne, ja, entlang der Fußleiste. Machen wir noch eine Bahn. So. Und dann einmal hier die Geschichte. Entlang der Fußleiste. Ja. So. Da noch ein kleines Steinchen. So ist es. Ja. Und wenn wir, ja, habt ihr gehört, ist weg. Und dann hier noch einmal abschalten, hochschalten. Und fertig. Ja, Leute. Auch das sieht sich gut an. Auch da bringe ich euch später noch eine andere Perspektive. Kommentarlos. Jetzt mache ich noch einmal kommentarlos für euch. Hier die Selbstentleerung. Da sage ich nichts mehr zu. Ne? Oder machen wir es direkt vielleicht zusammen. Bringen wir das Gerät einfach hier drauf. So, starten wir es noch einmal zusammen hier oben. Und dann sollte das funktionieren. Tut es nicht? Doch. Schaut, selbst der Metallfilter wird von allem befreit, was da drin war, und ihr habt gesehen, das war wieder massenhaft. Sowas würdet ihr nicht haben, das habt ihr noch nicht mal im ganzen Haus, was ich jetzt hier auf dieser kleinen Stelle weggesaugt habe. Ne? Okay. So, ich habe nur eben ganz kurz hier unser Teleskoprohr abgemacht und die Düse und so wie mit hier hingenommen. Und jetzt könnt ihr das, glaube ich, noch mal ganz gut nachvollziehen, was ich gesagt habe. Ich versuche es mal im guten Licht zu halten, ja, dass das Teil wirklich maximal sauber ist. Hier ganz klein wenig, aber das ist nur ganz feiner Staub an der Klappe und der hält an der Klappe, also der fällt nicht runter. So, und wir wollten nach der Filtration schauen. Schauen wir mal direkt als allererstes hier hinten, ja, nochmal. Ist aber auch jetzt kein Prädikat oder kein Highlight dieses Saugers, sondern hier hinten sollte bei keinem Sauger mehr irgendetwas ankommen. Oder wenn, dann wirklich nur innen und nur maximal ganz, ganz wenig. So, hier einmal geschaut. Ja, auch das hier von dieser Seite, seht ihr, haben wir schon ein bisschen was. Ne? Hier auch, ja, das ist okay. Hier hinten, mittig so ein bisschen. Ja, aber es war jetzt auch extrem viel Staub. Das, wie gesagt, ein bisschen ausklopfen und so weiter. So, jetzt können wir hier nochmal wirklich den Innenraum uns anschauen. Und dann seht ihr, ja, auch das hier ist alles tippitoppi sauber geworden. Ja, so ein bisschen was fällt jetzt hier raus. Aber das ist alles im Bereich des Machbaren. Den müsst ihr natürlich trotzdem ab und zu mal reinigen. Ne? Okay, Freunde, ich denke mal, ihr habt jetzt alles zum Gerät, also noch zusätzliche Infos. Das ist immer so das Ding, warum ich diese Videos mache. Könnt euch besser entscheiden, was so einen Kauf anbelangt. Jetzt alles Gute, bleibt gesund und tschüss.